Oh my God, what the hell happened here? Jedes Mal, wenn ich eins deiner Videos schaue, wird mein Glied kleiner. RIP an alle Bros, die komplette Playlist von Resident Evil 7 durchgesuchtet haben. Was soll die Scheiße? Ich dachte immer, mein Kanal wäre so eine öffentliche Dokumentation über meinen geistigen Verfall. Aber was bei euch da oben teilweise oder unten abgeht, da kommt denn der da drauf? Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Dankeschön fürs Zuschauen, haut rein und ciao. Herzlichen Glückwunsch, Mann. Du bist echt der allerletzte Vollspann. Und damit, liebe Freunde, heiße ich euch herzlich willkommen an diesem... Leute, wir sind kurz vorm Endspurt hier. Ganz knapp vor den 500k. Ich brauche jetzt hier einfach mal langsam euer Abo, ja? Sonst muss ich morgen noch ein Video machen. Ach du Scheiße. Apropos wollen. Seid ihr auch keine arschgepuderten, verwöhnten YouTuber mit viel zu viel Geld? Dann ist Instant Gaming genau das Richtige für euch. Wenn schon nicht die Hose, dann bleibt wenigstens euer Geldbeutel prall. Da gibt's so ziemlich alle Spiele für so ziemlich alle Plattformen wesentlich günstiger. Jetzt klickst du mal den Link in der Videobeschreibung. Verstehst du? Untertiteltyp. Sie ist Star Boss. Der Spieler ist hier. Why is she here? Kein Plan. Please load the main menu, thank you. Was? Jo. Was für eine äußerst kreative Einleitung, meine Güte, ja. Und ich werde mich jetzt meinerseits mal hier durchklicken bei Unsettling Events in the Depth of Hell. Ja, das heißt wirklich so, auch wenn es nicht in dieses Menü passt. Beunruhigende Ereignisse in den Tiefen der Hölle. Ist nicht nur eine äußerst üppige Anmutung hier gleich zu Beginn, sondern auch ein Spiel von dem Entwickler von Bunker 16 und Like Clay. Habe ich beides mal vor Jahren gespielt, sind Games, die ich sehr mochte. Und nachdem der eine Weile in der Versenkung verschwunden ist, hat er sich, glaube ich, vor ungefähr einem Jahr damit hier zurückgemeldet. Ich bin zufällig drauf gestoßen, habe das heute gefunden und bin mal sehr gespannt, worauf ich mich hier einlasse. Ich habe da schon ein bisschen ein Gefühl. Ich weiß noch nichts, aber ich denke mal, das wird ziemlich, ziemlich interessant. So, let's go. Okay. Liebe Spieler, das ist vielleicht das erste Live-Game in der Videospielgeschichte. Ah, verstehe das Konzept. Wir, die Entwickler, beobachten dich, während du das Spiel spielst. Es hört sich vielleicht ein bisschen merkwürdig an, wenn man so drüber nachdenkt, aber glauben Sie uns, das ist eine ziemlich gute Sache. Falls Sie auf irgendwelche Bugs stoßen, stecken bleiben oder sich verirren, sind wir hier, um Ihnen in Realtime zu helfen. Alle Dialoge werden von unserem talentierten Voice-Actor eingesprochen. Unser Untertiteltyp ist, also der schreibt die Untertitel, ach was, während du das Game spielst. Die Musik, die gespielt wird, ist von einem realen Orchester und natürlich live, ja, ist klar. Eine Sache noch über die Musik. Wir haben ja bereits gesagt, dass wir eigentlich vorhatten, ein Orchester einzustellen, die das Musik spielt, während sie das Spiel spielen. Aber es hat sich herausgestellt, dass das eine ziemlich teure Angelegenheit ist und wir können uns das leider an der Stelle nicht leisten. Also sind wir gezwungen, jedes Instrument zu benutzen, was wir innerhalb von einer Stunde auftreiben können, um das selber zu spielen. Verstehe. Bitte vergeben Sie uns, wenn das also nicht Ihren Standards entspricht, aber das ist nicht unsere Schuld. Das Game speichert zu Beginn eines jeden Levels, also möglicherweise. Und Chris, falls wir dich erwischen, wenn du das Game irgendwo im Internet verkaufst, dann werden wir dich jagen und dir in den Arsch treten. Yo, Alter, ich bin so aufgeregt drauf, zu erfahren, was hier Sache ist. This is where our story begins. Hier beginnt unsere Geschichte. In the basement of your apartment. Ah, ja. And, hey, subtitle guy, now would be a good time for you to start typing. Alles klar. Thank you. Nice. This is where our story begins. Ja. In the Keller basement meines of your apartments. Apartment. Your roommate Theodore has disappeared. Oh nein. He spent nicht der a tapfere lot of time Theodore in the basement, so this is where you start your search. Oh, ich glaube, das wird übrigens bekloppt, Alter. Hier beginnt unsere Reise im Keller meines Apartments. Mein WG-Partner Theodor ist verschwunden, hat zuletzt viel Zeit hier verbracht. Gut, alles klar. Na, dann wollen wir mal. Da unten ist ein F eingezeichnet. Die Tür zollt mir Respekt. Oh, das steht hier überall.
My Shoe, My Love. Mit der Musik fange ich schon an. Jo, ihr macht einen guten Job, Jungs. What? Mr. Talentierter Voice Actor Sir. Kann ich bitte Aufklärung haben, was da gerade passiert ist? Okay, über den Geschmack lässt sich streiten. Krank und Söhne. Ja, der Developer ist Schweizer, das hätte ich vielleicht sagen müssen. Und die Stimme erinnert mich übelst an Like Clay. Ich werde euch beide, Like Clay ist ein längeres Spiel, beide das Video von Bunker 16 und die Playlist zu Like Clay unten verlinkt. Müsst ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Bunker 16, sehr, sehr gruselig und Like Clay, übel weird und ziemlich spannend, muss ich sagen. Habe ich auf jeden Fall gefeiert damals. Jo. Alter, okay. Auf was ist denn mit den Klinken los? Jo, die wurden auch von ihren Eltern irgendwie lieb. Richtig lieb gehabt. Okay. Hier lang. WTF, Alter. Ah! Under Construction. Ja, auch wahrscheinlich, oder? Na gut, wie du meinst. Was haben wir jetzt hier drin? Das Grafikdesign auch, ne? Hold on a second. Warte mal eine Sekunde. This cross is supposed to be upside down. Das Kreuz sollte umgedreht sein. One moment, please. Ach, jetzt gehen die da hin und drehen das Kreuz um. Oh, ist das bescheuert. Wie cool ist das bitte gemacht, ey. Sehr, sehr geil. Ja, gut. Ach, du liebe Zeit. Hat Sauron seinen Kopfschmuck hier vergessen? Oh, da hat er den hingestellt. Du verstaubt das Ding da. Ich empfange kosmische Schwingungen, ey. Leider mussten wir unseren Hauptanimator feuern nach dem ersten Level, weil er unsere schon recht niedrigen Erwartungen nicht getroffen hat. Oh, wow, no front. Das Team hat sich sehr bemüht, die Animationen in den nächsten Leveln zu verbessern. Falls sie nicht happy damit sind, senden sie bitte wütende Tweets an @free08games. Wir werden sie ausdrucken und sie zu unserem Ex-Hauptanimator senden, dessen Name vergessen werden soll. Leider ist unser Flötenspieler gestorben in einem komischen Unfall. Was? Chris, ich meine es ernst. Dasselbe gilt auch für dich, Yu. Yo, was ist das hier? Alter, was machen die? Boah, ich will unbedingt mehr erfahren. Open your eyes and you find yourself in a dungeon deep within the bowels of the earth. Could it be that Theodore is actually summoning the demons of hell? Klar, was auch sonst. You have to find him and stop him. Ich hab ihn But first you will have to stare at the chalice of doom and eat from the sword of death. Was? Only then will you be strong enough to destroy him. Okay. Woher weißt du das alles? Sagt der Untertitel. Well, I just told her now, didn't I? Ich liebe die Typen. Ach, du liebe Zeit. Ich muss jetzt von irgendeinem Schwert essen und einen Kelch finden und dann kann ich Theodor zerstören, der hier unten Satan beschwört. Was auch sonst. Was ist mit der FPS-Anzeige? Oh, die haben eine Macke, Alter. Yo! Ih, was kommt da? Sollen das Tropfen sein? Jo, ich weiß es überhaupt nicht mehr, was hier eigentlich los ist, sag mal. What? Alright, wie du meinst. Dungeon Fresh! Das ist halt alles ein großer Witz hier. Ich meine, an der Stelle war es halt auch klar, ne? Tötet mich das? Oder ist es einfach... Jo, es soll halt einfach ein Werk von mehreren Typen darstellen, die versuchen, ein Horror-Game zu machen und keinen Plan haben, was sie tun, oder? Halt so eine Chaos-Truppe. Oh, ist das eine coole Idee, ey. Oh, 3D-Drucker? Was ist das? Oh,
Ich kann mein Licht erweitern. Kann ich das nehmen? This is not going to stop. Das hört nicht auf. Jedenfalls. The lens of death and die Linse des Todes. Use your mouse wheel to see the unseeable and unseeable. Okay. What? Das kann ich auf meine Taschenlampe machen. Oh! Alter, ach so. Ich sehe das Unsehbare und unsehe das Sehbare. Oder wie? Oh, ah, boah, das ist ja eine abgefahrene Mechanik. Yeah, I don't know, something is missing. Can irgendwas we quickly fehlt. Add a zombie to the big hall and make sure. Nein, kein Zombie! Scary. Was? Stell sicher, dass das schrecklich aussieht. Yo, stop it! Oh no! Ach, guck mal hier! Boah, wie cool das gemacht ist. Yo, die haben jetzt einen Zombie hier angefügt. Oh! Ach, krank. Yo, das gefällt mir richtig, richtig gut, ey. So interessant. Please ignore this open door. Was für eine offene Tür. Hier? Ja, ich werde scheiß, Alter. Ist das der Zombie? No way. This zombie is terrible. What were you ja, thinking? Der ist schrecklich, this Alter. This is not scary at all. Sorry, aber das ist das Beste, was wir gerade hatten. Ich liebe die. Das ist ja großartig. Drei werden dich töten, eins wird eine Secret Door aufmachen. Jo, das ist, ich meine, echt jetzt? Ah! The fuck? Ich meine, die haben mich verarscht, Alter. Jo. Das ist... Waren das Pfeile? Oh, ihr seid so richtig Noobs hier programmieren, ne? LOL. Und nun? Ich muss das erstmal alles einordnen, was hier geschieht. Oh, nächstes Level wahrscheinlich? Kein Plan. Oh ja, ich bin fortgeschritten. Wo ist mein Hebel? Hallo? Boah, das fasziniert mich. Ich weiß gar nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Guck mal, was haben wir da? Ach, so eine Karte. Ah! Moin! Jo, das sitzt aber auch nicht das Gelbe vom Ei. Warum passiert nichts? Wir haben keine Angriffsanimation. How could we forget the attack animation? Get rid of the zombie. Okay, entfernen den bitte. Was geht hier ab, ey? Jo, die haben keine Angriffsanimation, aber eine Weinanimation. Ich sag ja bloß. Okay, ich muss immer diese Türen aufregen. Ich glaube, das ist das Konzept. Mal schauen. Let's see how you handle the hallway of trials. Was ist mit deiner Stimme? Yeah, no shit, Sherlock. Okay. Ja, was? Ach, komm schon. The hallway of trials? Ist das euer Ernst? Ach, come on. Wehe, das macht jetzt die Tür auf. Ey, dann fühle ich mich komplett verarscht. Irgendwer hat den Voice Changer aktiviert. It's a prank, boys. Funny. We switch it off. Okay, fertig. Thank you. I hate you. Das ist ja der Kracher, ey. Das Spiel ist eine Goldgrube. Warum finde ich das erst jetzt? Oh, und das ist kostenlos, yo. Oh, dem hätte ich die paar Euro gegönnt, ey, ohne Scheiß. Alles klar. Theodor baut eine Brücke zwischen unserer Welt und der Hölle oder irgendwie sowas, hat er gesagt. Und den muss ich aufhalten. The Book of the Dad, also Fat. Oh nein. Was geht? Ah, guck mal. Aber wo ist die nächste Tür? Hier ist die nächste Tür. Die muss ich wieder aufkriegen. Okay, ich check. Ich check. Und ihr wahrscheinlich auch, was hier abgeht. Jo, dafür muss ich was auf den Knopf setzen. Das haben wir gerade gehört. Mit Sicherheit hier in diesem Durchgang, right? Was passiert eigentlich, wenn ich
direkt hier in der Wand stehe und das ausmache. Oh, kann ich quasi nicht, weil das bloß ein Pixel breit ist. Ja, ja. Ich kapier. No, 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 no. You know what? I am done with this. Ist okay, geben Sie Mühe. Obviously cannot handle it. From now on, it is back to good old people wearing costumes. Claudio, okay, die verkleiden sich jetzt selber oder was? Put on a little makeup and that zombie costume over. Okay, Claudia ist an der Reihe. Go to level 3 and wait for the player to murder you. Die wartet jetzt Jesus auf mich. Jesus Christ, guys, we need to get our act together. This is falling apart. Port. Fast? Wait. Das geht jetzt nicht mehr. Das galt Claudia, ne? Okay, wir begegnen uns in Level 3 wieder. Was ist hier los? Jo, was? Ey, das überlebe ich nicht. So ein Quatsch. Okay, ich meine, ich kann es ja mal probieren. Oder gibt es einen alternativen Weg? Warte mal. Der kommt hier wieder an, ne? Oh, perfekt. Habe ich richtig, richtig gut gemacht. Wow. Und jetzt? Wo komme ich raus? Ah ja. Hier geht's noch weiter. Was ist hier los? Oh nein. Ach, komm schon. Hier fährt ein Rumpa-Staubsauger. Ah, der macht mir sauber. Ich glaub's nicht. So ein Süßi, guck mal. Großartig. Das ist wirklich ein Schatz. Hier ist der nächste Hebel. Oh mein Gott. Alles klar. Ich wusste nicht, dass ich so eine wuchtige Erscheinung bin, ey. Damn. Hot diggity. Yo, ich will das weitersehen. Welches Stück bereits? Der hat vergessen, dass sein Mikro an ist. Oder? Wow, I really dig the atmosphere in this part. Congratulations, guys. Let's keep it this way. Shall we order a pizza later? Was, dein Mic ist an? Oh, sorry. Sehr nice. Was ist das denn jetzt hier für ein Blödsinn? Ach komm. Hier mit eurem komischen Texturensalat, ey. Ja, dann gehe ich halt hoch. Ist auch in Ordnung. Ich mag's da unten eh nicht. Brauche frische Luft. Das ist jetzt Level 3. Cloud. Claudia? Jo, die kann ich gar nicht erwarten, mich zu sehen. Muss ich da rein oder kann ich mir das sparen? Oh, dankeschön. Irgendeine Prüfung vorher muss noch erledigt werden. Kann ich auch nicht rein? Also, was haben wir hier unten? Jo, das ist so cool hier. Was? And there it was. The mighty sword of the... What the hell is that? Das Schwert der Verdammnis? Das ist nur ein Platzhalter? Oh, what? Die haben kein Schwert. Placeholder art? Acid. Why would we ship a game with placeholder art in it? Okay, ja, oh. And the real sword is... It's stuck. Of ey, ich hab Outlast durchgespielt mit nichts außer meinen vollen Unterhosen. Ich nehme jetzt auch diesen technical Zweig. And stupidity. We are unfortunately unable to replace the twig with the sword, oder? And therefore the twig will have to make do. And there it was, the mighty twig of doom, of death, doom. Your next Zweig der Verdammnis, Alter. Which might actually take command. Okay, ich muss Claudia umbringen. You are armed with a twig, but we'll Hallo? See how it goes. Ey, der hat aber wenig Vertrauen in meine... In meine Fähigkeit. Ach, natürlich. Okay, Claudi Mausi. Na, dann kommen wir her. Wo war die denn? Die war da vorne, ne? Ah, das ist die finale Tür. Ich muss jetzt erst zu ihr und schauen, was ich erledigen kann. Oh my god, what the hell happened here? Sorry. Could please somebody call an ambulance? And dear player, may I ask you to please check her pulse to find out whether she is still alive? Thank okay, you. Ich muss ihren Puls fühlen. I'm sorry. The good news is we don't need an ambulance. The bad news sie tot is she's dead.
plan was that Claudia gives you a key after you murder her. Okay, sie sollte mir einen Schlüssel geben, nachdem ich sie umgebracht habe. Anyway, hä? So we have decided that the door was not locked. Please move on. Okay, sie haben jetzt die Tür einfach aufgesperrt. Boah, Alter, das ist so fun, das ist so cool, ey. Bitte mehr davon. Was für ein Scheiß hier auch überall rumsteht, ne? Als ob du es hier warm willst. Why? Aber der arme Rummer, der jetzt über ein Jahr hier auf mich gewartet hat. Wer ist das? So, yeah, this is Tilly. Das ist Tilly, der Praktikant. He was actually supposed to give you a good scare, but I'm afraid he might be unconscious by now. Ja, er ist mittlerweile bewusstlos geworden. Please grab him by the shoulders and softly bang him against the wall. Maybe you can wake him up. Der Arme! Okay, ich soll ihn kurz gegen die Wand baumeln lassen und gucken, ob er wieder zu sich kommt. Keine Wirkung. Wir brauchen eine Adrenalinspritze. Please try again. Ja. Ups. One more time, please. Der genießt das richtig. Oh mein Gott! I saw that. Why does she have legs anyway? I thought she was just a floating camera. Tilly! Ich dachte, sie wäre nur eine schwebende Kamera. Don't worry, we will get you out of there. Here's what is going to happen. We will cut the rope. Wird das Seil durchschneiden? To fall. Du fällst. While falling, you will have to grab the ledge in front of you. Okay, und er muss sich hier fest. Ja, schneid das nicht durch, du Idiot! 3, 2, 1, and cut. Guter Witz, Boss. Oh, shut up. Dear player, while we mourn Tilly's passing, you will have to find wood to build a bridge across the gap in front of you. Okay, ich muss jetzt hier irgendwo Holz finden, ey. Naja, also, ich hab ein ordentliches Holz in meiner Hand, würde ich sagen. Und in meiner naja. Im Gegensatz zu meinen Zuschauern nach diesem Video, würde ich sagen. Oh, Mann. Jo, gibt's noch andere Claudias, von denen ich wissen sollte? Sprecht rasch! Ich finde diese Mechanik hier mit dieser Linse übelst nice. Was habe ich eigentlich erwartet? Gut, weiter geht's! Nächstes Level! Ah, die Tür ist offen. Ist da ein Hebel dahinter? Oh, das sieht spooky aus. Ein Fight? Bin mir nicht sicher. Jo, oh, da soll was guys, rauskommen. This is unbelievable. Where Wo sind die Spinnen? Why are they not there? Die sind in der Box What? Da drüben. Die haben sie vergessen, da reinzupacken. Why would you bring them here? No, no, don't open the box. Are you... What the hell is... Ow, ow, they're attacking. Ow, ow, oh, oh my god. Ow, ow, kill them, ow, get this fire. Ow. Oh my god, it's hard. Jesus Christ, we got rid of them. Okay, but I got bitten several times. So, let's think that now I'm going to be blocked and die and stop blocking. Was? Ach, der schwillt an, weil er gebissen wurde. Das hat jetzt eine Weile gedauert. Alter, der Cringe, ey. Jo, und jetzt? Hallo? Ich muss ja irgendwie ein Rätsel lösen, oder was? Wie kriege ich die Tür dazu, sich zu öffnen? Hier haben wir verschiedene Symbole. Ich muss irgendwie die Kombination... Never mind. Wow, ich bin echt ein Genie, ne? Spaß, war Zufall. Okay, hier ist der nächste Hebel. Alter, ey. Wie ich das auch immer hinkriege, ne? Interessant. Gut. Ebene Nummer, was war das? 4? 5? Ich habe die Übersicht irgendwie verloren hier gerade. Es geht doch immer auf und ab hier. Was zum Teufel ist das? Okay, ich muss es besiegen. Mit meinem Zweig of Doom, Alter. No, come with me, bro. Yeah! Oh! Was ist das denn? toll. Okay, ich probiere es nochmal. Warte mal. Wie soll ich das machen? Ich bin viel zu underpowered.
Oh, das ist schwer. Okay, vielleicht muss ich mich einfach irgendwie vorbeischleichen oder so. Und dann gibt... Alles klar. Yo, boy, this is what you get. Yo, come at me. Ich glaube, you just das läuft nicht nach Plan. Ach, die arme what Sabrina. Did she ever do to you? Well, besides the kicking and stuff. And also, why does she have a gun all of a sudden? Can someone also please remove sie, the gun? Ne? Thank you. Ey, nee, lass mir die. Ah, jetzt kann ich das hier drehen, oder was? Das öffnet die Tür wahrscheinlich. Mit Sicherheit. Ah. Yo, ich liebe diesen Humor. Also, es ist zuweilen übel cringe. Aber das soll ja halt auch so ein bisschen so sein. Yo, cooles Konzept, ey. Ich feier das mega. You need to find the key. Okay. The key is made out of the finest glass. Der ist aus Glas. In a chest. Und I can see so many Truhe ways versteckt. This could go wrong, but let's hope for the best. Alright, na dann. Das ist doch eher truhenmäßig, oder? No! Der Glasschlüssel! Ey! Well, now it's fucked. That's a bit unfortunate, to say the least. Jo. We went ahead and mach installed die Tür auf, a new door, which is not locked. Sie haben einfach eine neue Tür reingepackt. Das Game ist großartig, Mann. Yo, habt ihr schon mal sowas gesehen? Ey, ich nicht, ehrlich gesagt. Okay, warte mal, wo muss ich hin? Ach, hier ist die Tür. Ah, ja. Yo, dann ist hier wahrscheinlich irgendwo gleich der Hebel. Keine Ahnung. Let's go. Oh, ich will auf diesen Stick oben einen Marshmallow draufpacken. Geht's euch genauso? Yo, hi, da ist er wieder, mein Freund. Hier rein? Nee, scheinbar nicht. Hier lang. Oh. Das Wandern ist des Müllers los? Ernsthaft jetzt? Jo, ihr wollt mich komplett verarschen, Alter. WTF? Die Spinnen! Die haben eine volle Meise, ey! What is happening, right? Ja, eben! Every time I leave the office, even for just one second, Praktikant, something dann Spaß. Like this happens. Okay, okay, beste Idee war das. You? I'm sorry, but you're fired. Get out, please. Oh nein. Für well, den Joke musste jetzt jemand seinen Hut nehmen. Aber, ey, jetzt ist bloß noch er selber right, und der Subtitle-Guy. I'm so sorry. I completely ja, jeder vergisst immer die Subtitle-Guys. Ja, ja, genau, genau, was ich sage. Come on, I said I'm sorry. Fütli-Bürger? Dear Lord. Ist das ein Schweizer Beleid? Das ist ja entzückend. By the way, we had to delete the fight scene. Oh, hier sollte eigentlich ein Kampf stattfinden. Es hat nicht genug Weapon-Models gegeben, okay. Oder Waffen allgemein. Danke dir, Digga. Okay, wo geht's hier lang? Ah! Och, süß. Lol, warte mal, was ist denn hier jetzt? Oh, da will ich nicht... Oh. Ah, okay, Moment mal. Wie ist das jetzt hier zu verstehen? Ah, jetzt habe ich's. Alles klar. Passt das? It's alright, Rudi. Du hattest auch deinen Auftritt. Enjoy the Trinkgeld. Oh, wo geht's denn hier lang? This is the place where you are supposed to find the Chalice of Doom. But as ah, you der Kelch der Verdammnis. There. Ja, wer hat However, den geklaut? Unlike the sword, we do have a replacement. Okay, wir haben den Ersatz. Just give us a second. Die holen jetzt einen neuen Kelch ran. Oh nein. Perfekt vorbereitet, Jungs. Ist das Licht aus, damit ich die nicht sehe? Okay, lass mich gucken. Darf ich wieder? Wie der sich wegschleicht. Jo. Oh, was? Oh, ii. Den will ich nicht. Alter, der dient doch als Bettpfanne.
Okay, ich nehme das. Gib mir her. After drinking from the chalice of fire. Ich trink doch davon or nicht. Or doom or death. It doesn't really matter, does it? You are now ready to face and defeat okay, Theodore. Okay, endlich kann ich mich um Theodore kümmern. Wo ist der Becher hin? Hat er das no, gefressen? He did not eat the cup. Aber wo ist er hin? Ich weiß nicht, okay, wie das so in diesem Spiel funktioniert. The cup. Why does it matter? Das ist nicht gut für deine Zähne. Ah ja. Let's go. Endlich bin ich bereit, mich Theodor in den Weg zu stellen. Jo, ich bin so gespannt, Alter. Egal, was passiert, ich find's irgendwie cool und kreativ. Ich appreciate das. Story begin. Wait. In the basement of your apartment. Warte, wa? Nee. What? Ja. Wait, Fehler im Skript. Falsche Kopie. Next. Das ist so nice. Okay. Ha, and we are back. Ja, sehr gut. Das richtige Level gefunden. Man muss sich nur ein bisschen drauf einlassen, dann macht das echt Spaß. Okay. So. Was kommt hier jetzt auf mich zu? Oh, hätte ich mal nicht gefragt. What the hell was that? Next. Ja, was ist das? Nein, 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 lass es mich besiegen. Das heben die sich für später auf, ne? Bin ich jetzt richtig hier? Let me just put on the armor, pick up the sword and then I'll be ready for our final boss. Oh, es macht er selber. So, Title Guy, jetzt zieht sich eine Rüstung an. Er spielt Theodor. The situation. And alles while klar. The fight is going on, please play some epic music on the wooden fish thingy. Thank you. Du siehst lächerlich aus. Oh Gott, ich will sehen, was passiert. Wir haben sie ihn gekleidet. Das Schwert hat nicht mal Texturen. Okay, here comes. Komm, zeig ihn mir. Den talentierten Voice Actor in seiner Rüstung. Oder wo kommt der her? Ich weiß nicht. Nee, hier komm ich wahrscheinlich hier. There's a collider missing. What? Where? Die Bridge. Der hat keine Collision! Ah! Nochmal, schneiden wir raus. Alles easy, ich hab nichts gesehen. Okay, er lädt den nochmal rein. Und die Collision für die Brücke. What kind of Matrix Bullshit is this? I'm having the biggest déjà vu over here. Ach, guck mal, der alte Schrotter auf den Ey. Now I'm ready. Come out and fight. I will tear you limb from limb. Oh Gott, okay. Ich muss ihn jetzt bekämpfen hier mit meinem Zweig. Mal schauen, wie ich mich anstelle. So, kann man das jetzt gefahrlos betreten hier? Das ist wie Jenga irgendwie. Ah, wie der knarzt. Okay. Au. Au. Oh. Okay, ich krieg das hin. Oh. Komm, noch einmal. Voll auf die Ömme. Oh. Wie oft muss ich den treffen? Okay, 5. Jetzt zweimal? Jetzt schlägt er zweimal. Nee? Wann tut er das? Immer mal schlägt er 2 oder 3 Mal. Okay, bald ist er fertig. Ein epischer Fight. Ja, wo ist die Musik, ey? Ich brauche ein bisschen emotionalen Support. Komm. Oh, nein! Er hat mich erwischt! Damn, jetzt wird er 2 Mal geschlagen. Oh, ich habe gesehen, dass er das immer mal macht. Das ist nicht so richtig. Muss ich jetzt nochmal anfangen? Au! Boah, das ist schwer, Alter. Okay, man muss da ein bisschen Geduld haben. Okay. Einer noch? Ich weiß nicht. Wie oft muss ich den treffen? Das ist so ein Bullshit, Alter. Das ist so dämlich. Mein Boss ist tot. Stell dir einfach vor, dass ein bisschen epische Musik spielt. Okay, jetzt muss ich den Altar des Schmerzes zerstören mit meinem Schwert. Aber das steckt ja an seinem Auge. Also darf ich einfach E drücken. Alles klar. Und dann kann ich durch die Ausgangstür zu meiner Linken.
Und dann muss ich die Credits abspielen. Ja, weiter. Ich muss ein paar Teile davon neu schreiben, um das Game zu repräsentieren. Du musst es bis zu Ende schauen. Okay? Verstehe. Und sonst wird sich die Tür ins Basement nicht öffnen. Wenn der Altar hier zerstört ist, dann goodbye. Es tut uns leid. Ja, und das ist jetzt die Brücke, die Theodor gebaut hat, oder was? Zwischen Hölle und Welt. Ein ziemlich bedeutungsvoller Text über die Brücke der Verdammnis, sodass der Spieler versteht, dass es seine Aufgabe ist, sie zu zerstören mit dem Schwert. Alright. Das ist so sad, Alter. Gut, let's go. Und hier endet das, oder was? Hier. Oh, lol. Oh, hier ist eine unsichtbare Wand. Ich kann nicht mehr zurück, Leute. Hier ist das Office. Yo, hier sitzen die alle. Wer bist du? Subtitle Guy war noch hier. Okay, der ist weg. Oh, ich hätte die alle gerne kennengelernt. Lol. Wait, das hier? Oh, hier sind die Credits. Danke fürs Spielen unseres Games. Wir hoffen, dass du Spaß hattest, trotz dessen, dass alle unsere Kollegen gestorben sind. Das tut uns leid. Das war inspiriert von The Show Must Go Wrong von Jonathan Sayer, Henry Shields und Henry Lewis. Danke an Johnny Fair für die Hilfe mit den 3D-Assets. Ja, alles klar. Da kommt noch irgendwas Bescheuertes. Level 4-Melodie. Das war dann, das ist Müllers Lust. Boah, das habe ich gleich erkannt. Von Wilhelm Müller und Franz Schubert. Nice. Fireworks Supervisor Chris Prescott. Chris Supervisor Robert Truong. Seedwarmer Supervisor Christoph Hunkeler. Dieses Desaster wurde dir präsentiert von 308 Games. 308 Games ist Kyrill Oberhensli, Alter. Der alte Haudegen. Congratulations, you won. Bis dann. Heuma. Okay, bye. Was ist das jetzt? Yo, das war fantastisch, Alter. No! No! Das sollte passieren, oder? Komm, du kannst mir nichts anderes erzählen. What? Please leave now. Alles klar. Yo, Leute, was für ein fantastisches Abenteuer. Das hat mir eine Menge Spaß gemacht. Ich fand's übelst witzig, wahnsinnig interessant. Und ich glaube, das war ein sehr cooles Video heute. Da hatte ich echt meinen Fun mit. Dankeschön auf jeden Fall fürs Zuschauen. Gott sei Dank habe ich das gefunden. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr es gefeiert habt. Witzige Idee auf jeden Fall. Schade ein bisschen, dass seine Spiele so underground sind. Bunker 16 war, ich glaube, das war in der Indie-Horror-Szene halt sehr bekannt, aber es ist halt von 2013 oder so, ich bin mir nicht sicher. Und dann Like Clay war für viele nicht so das Wahre. War auch eher langsam, slow und mehr Story geladen. Also ich habe es trotzdem gefeiert, aber bei vielen, viele hatten das einfach nicht auf dem Schirm. Tut mir leid, ich glaube, der Entwickler ist echt sehr kreativ und ich würde gerne sehr viel mehr von ihm sehen. Dafür hätte er auch den einen oder anderen Euro verlangen können, aber dann hätte es wahrscheinlich noch weniger gespielt. Jo, vielleicht kann ich ein paar Leute auf das Spiel damit aufmerksam machen und auf seine Arbeit. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Dankeschön fürs Zuschauen, haut rein und macht's gut.